Servus Leute, sorry, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt und unglücklicherweise auch von jemand anderem vom Channel. Ich kann nur für mich sprechen, bei mir war es jetzt die letzten 2 Wochen super stressig, denn ich bin mal wieder umgezogen. Ich bin jetzt in Berlin, habe dann einen Job angefangen und ja, bin auch immer noch nicht ganz durch mit dem Stress und mit, ja, komplett umziehen und so. Deshalb kommt heute mal so ein kleiner Zwischenschub an einem Video. Ich weiß nicht, wie es jetzt die nächsten 1-2 Wochen noch aussehen wird. Sorry dafür schon mal. Ja, genau. Nichtsdestotrotz versuche ich jetzt mal wieder irgendwie eins zu machen. Bisschen leichte Kost diesmal. Und zwar ein Beitrag zum Thema Namensfindung. Genau. Ja, wie kam ich auf meinen Namen? Zuallererst gab es von meinem alten Namen keine männliche Abwandlung, also schied der Gedanke schon mal von vornherein aus. Keine Ahnung, ob ich es gemacht hätte oder nicht. Weiß ich nicht. Und dann war es so, dass ich über meinen Namen jetzt irgendwann mal während meiner Schulzeit gestolpert bin. Irgendwer hieß so in irgendeiner anderen Stufe oder weiß ich nicht genau. Und ich hatte diesen Namen gehört und ich hatte direkt so das Gefühl so, ey, so hättest du eigentlich heißen müssen. So, das hat sich total sofort so richtig angefühlt, so bauchgefühlmäßig. Und als wäre das eben mein Name. Und lustigerweise habe ich das auch nie vergessen. Also ich habe ja dieses Gefühl für diesen Namen nie verloren über all die Jahre und von dem her hatte ich es dann jetzt am Ende gar nicht mehr so schwer, mir einen Namen zu überlegen, weil ich sofort wusste, ja klar, Konstantin war einfach noch immer in meinem Kopf und hat sich noch immer richtig angefühlt und ja, dann ist es der Name eben geworden. Und was ich auch ganz nett fand, war, dass meine Initialen somit gleich geblieben sind, weil mein alter Name auch mit K angefangen hat und dann musste ich meine Unterschrift zum Beispiel gar nicht irgendwie neu, mir da was Neues ausdenken oder so, ist alles gleich geblieben, was eigentlich nett war für den Alltag so. Man konnte so ein bisschen Routine einfach beibehalten, das fand ich ganz gut. Ja, genau. Und so kam das. Keine große Geschichte, nicht viel Überlegungsblabla. Ich hatte meine Eltern auch mal gefragt, ob sie vielleicht irgendwie einen Namen vorschlagen möchten oder irgendwas im Kopf hätten, aber dann meinten sie bloß so, oh nee, das war schon damals so schwer und so ein riesen Aufwand und wenn ich einen im Kopf habe, der sich für mich gut anfühlt, dann soll ich den doch nehmen. Da brauchen sie nicht jetzt auf Teufel komm raus selber irgendwas ausdenken. Und ja, von dem her, ich glaube, jetzt mit dem Namen sind auch alle zufrieden. Und auch wenn er ein bisschen lang und sperrig ist, was mir dann teilweise gesagt wurde, aber hey, weiß ich nicht, wenn er sich richtig anfühlt, dann fühlt er sich eben richtig an. Und ob der jetzt, ist mir auch voll egal, ob der jetzt super Spitznamen tauglich ist oder eben nicht. Also das ist mir nicht wichtig. Das muss sich einfach nur richtig für mich anfühlen. Und wenn ich es sage, muss es sich gut anfühlen. Und ja. Keine Ahnung. Genau. So viel dazu. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu berichten. War alles nicht so schwer. Für mich jetzt zum Beispiel. Ja. Okay. Dann sag ich mal bis bald. Auch wenn ich noch nicht weiß, wann bald ist. Aber ja. Ich lebe zumindest noch. Okay. Dann allen noch einen schönen Ostermontag. Ja doch, heute ist Ostermontag. Ja, keine Ahnung, schöne Woche und wir sehen uns. Ciao.